erste starke Motiv war wirklich irgendwie zu lernen. Also das hat mir wirklich irgendwie Spaß gemacht. Ich bin damit irgendwie einer großen Neugier hingegangen. Und da bin ich auf Kulturwissenschaft gestoßen in Berlin. Das war damals ein ganz neues Fach. So, por la Universidad en Chile, por la Universidad de Alemania. Estoy una convencida que me entregó elementos y herramientas y forma de acercarme a las cosas que me permiten hacer bien. Da habe ich auch eine Vorlesung, die erste in der Welt überhaupt gehalten an dieser Universität. Die hat es einen riesen bis dahin gegeben über Bioakustik. Wenn ich in das Haus hier komme, da denke ich natürlich an meine Jugendzeit. Wenn man Berliner war, war das eigentlich fast selbstverständlich damals, dass man an der Humboldt-Universität studierte. Also auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, woanders hinzugehen. Es gibt keinen Trainer mehr. Den habe ich gesucht an der Uni. Das ist aber schwierig.